Wenn ich erzähle, dass ich mit Robotern arbeite, dann denken die meisten Leute an menschenähnliche Maschinen, die Arme und Beine haben und Purzelbäume schlagen. So alles, was Gesichter hat, wo man eine Schraube dran baut, sieht sofort nach Roboter aus. Wenn ich dann noch erwähne, dass ich mit künstlicher Intelligenz arbeite, dann ist man schnell bei Terminator, iRobot, Arnold Schwarzenegger. Da fällt mal wieder nur autonomes Fahren ein. Diese Computer, die Gesichter aus dem Nichts erzeugt haben.